Ja, servus, meine lieben Angelfreunde. So, sieht besser aus. Willkommen zurück. Neue Folge, neue Glück. Guck mal, ich sitze hier auf dem Steg. Hier vorne ist lauter Kraut. Da hinten spielen schon die kleinen Fische. Ich habe eine Stippe bei, zwei Angeln, die ich mir noch schnell umbauen muss für Knicklichtmontagen, denn wir wollen Nachtangeln und mal gucken, was wir heute vielleicht fangen. Ich habe Tauwürmer bei und erstmal ein paar Mahnen, um ein paar Kleine zu stüppen. Dann werden wir eine mit Köderfisch rauslegen und eine mit Tauwürmer. Alles beide über Grund hier so treiben lassen, an diesem Kraut hier vorbei. Und dann werden wir mal gucken, ob was geht. Vorher, dass ich die Kleine auch hier vorne hinkriege, füttern wir immer mit Paniermehl schnell an. Dass wir die Kleinen so ein bisschen juckig machen. Mehr habe ich auch gar nicht bei. Dann packe ich meine Stücke aus. Dann versuchen wir uns ein paar Kleine zu stüppen. Und dann geht es ja schon los. Ja? Und dann sag ich mal, ihr seht das Intro. Und dann fangen wir an mit Stüppen. Wahnsinn. Das ist der nächste. Jawohl. Oh, was für ein schöner Barsch. Guckt euch diese Murmel an. Oh. Das gibt's ja nicht. So, die Stippe ist ausgezogen. Ich habe jetzt hier gute, naja, sag mal gute 2 Meter tief. So tief könnte es hier vorne sein. Und dann gucken wir mal, ob da unten so kurz über das Kraut oder so sich die Kleinen rumtreiben. Kleinen Haken, ne, eine Made als Köder. Dann schauen wir doch mal. Ah, da beißt es schon. Den Biss und die Male ist weg. Das ist ja auch geil. Machen ein bisschen so, dann kann man vielleicht ein bisschen was sehen. Und genau so eine Fische wollen wir haben. Guckt euch die Größe an von der Plötze. Das sind die Top-Köderfische. Und deshalb angel ich hier auch ein bisschen tiefer. Das würde man gar nicht denken. Aber wenn ich hier weiter an der Oberfläche angeln würde, wirkt wahrscheinlich hier die guten Rotfedern. Die werden wahrscheinlich das die Made zuerst wegfressen, deswegen lieber gleich ein bisschen tiefer gestellt und dabei sind die Kleinen. Schade, die ist nicht dran geblieben, aber die war auch die Größe. Wie gesagt, da versuchen wir uns jetzt ein paar zu fangen und dann schauen wir mal. Das ist das, was ich meine. Jetzt hat die Made gar nicht richtig auf dem Boden geschafft. Ja, da beißt hier gleich so eine Rotfeder. Ist zwar auch eine kleine, ja, aber für meine Verhältnisse jetzt, die ich haben will, ein bisschen zu groß. Wie gesagt, ich werde wirklich auf die so kleine Fingerlänge die Köderfische weg haben. Davon vielleicht 3 Stück oder so oder 4 müssten ja hoffentlich reichen. Da mache ich nämlich jetzt gleich schon mal eine fertig mit Tauwurm, die ich hier schon mal hinschmeißen kann.
Weil ich sag mal, so ein schöner Barsch oder sowas, könnt ihr jetzt schon mal so einen Tauwurm wegholen. Herrlich, und Alene, deswegen hat es sich eigentlich schon gelohnt, abends sich noch mal kurz drei Angeln zu schnappen, ans Wasser zu fahren. Hinter mir geht so schön die Sonne unter, herrliches Bild. Klar ist es jetzt ein bisschen laut, weil direkt hier eine Straße ist, aber mein Gott. Oh ja. Perfekte Fische, eine kleine Plötze. Ich denke mal, so wie es gerade hier so sich tümmelt und wühlt, werde ich mal zuerst wahrscheinlich schon ein Köderfischchen ranmachen. Dann werde ich mal gleich die Angel fertig machen für so einen Köderfisch und den hier schon mal lang treiben lassen. Das ist genau die richtige Größe, ich liebe das. So, jetzt haben wir schon drei. Eine will ich noch schnell fangen, dass wir vier erstmal haben. Und dann. Da muss ich noch schnell zum Auto, aus der Raubfischtasche sozusagen, so ein feines 7x7 Stahltauchfach holen. Weil hier drinnen gibt es auch viele Hechte. Und da will ich das nicht riskieren, ich will fein angeln und 7x7 hier, so, das sind, weiß ich nicht, 7, das hält bis 7 Kilo oder so, das ist auch ein feines Stahltauchfach. Und ich glaube, das ist genauso, als wenn man Fluorcarbon dran haben sollte. Und um das Hecht sicher zu machen, muss es schon 50 sein oder so. Und dann ist das eigentlich schon auch viel zu dick wieder. So, das war jetzt gerade ein schöner Ukulei. Natürlich für einen Zander nicht schlecht. Weil, wie gesagt, Zander solltet ihr hier drin, habe ich schon mal einen gefangen, aber auch ganz woanders. Also zwar in den See, aber ganz hinten, ne? Und eigentlich heißt es immer, das sind eigentlich so gut wie keine drinne. Aber wenn man ihn fängt, dann ist er richtig. Da wäre natürlich so ein Ukulei genau richtig. Oh, der war schon was besser. Aber ich habe es ja eigentlich auf Aal, naja, mal gucken, Aal, Barsch und Zander als Beifang sozusagen abgesehen. Aber schon alleine das könnte ich machen, weil es dunkel ist hier, das Stippen. Herrlich. Oh, die war schon wieder was besser. Oh, da hat ein Räuber einen Fisch quer drin. Ich werde verrückt. Mal gucken, ob man das sieht. Ich versuche euch mal zu schwenken. Ja, in der Mitte.
Weiter, rüber, weiter, rüber. Hier gibt Kommando. Auch nicht schlecht, ne, so was zu sehen. Da steht das Meinigkeit, ne, ein kleiner Hecht, der hat so einen Fisch quer drinnen vorne im Maul, schafft es jetzt nicht weiter zu schlucken. Wir drehen jetzt gerade momentan. Ne, und das ist genau, besser geht's gar nicht. Ne. Gerade beschrieben, warum ich meinen Vorfach sozusagen aus Stahl wähle. Ne, weil genau das dann passieren kann. Ne, das ist ein Hecht, der ist vielleicht, weiß ich nicht, 40 cm groß. Ja, und wenn der auf leichtes Fluorcarbon oder sowas trifft, dann ist das durch. Und das muss ja nicht sein. Aber Raubfische sind hier. So, die Rute lege ich einfach ab, lass einfach den Bügel offen. Wir haben jetzt keinen großartigen Wind, dass ich Angst haben muss, dass sie irgendwo hintreibt. Man sieht schon, die Barge jagen sogar schon da. Also mal gucken. Ich kann sogar noch ein Bleischrot mehr anmachen, sehe ich gerade. Ja, weiß nicht, ob ihr die Pose sehen könnt. Ob ich sie eingefangen kriege. Also die steht eigentlich ziemlich gut. Mal gucken, wie gesagt, vielleicht kann noch ein kleines Bleischrot ran, damit sie noch ein bisschen feiner ist. Und jetzt baue ich erstmal die zweite fertig, bevor ich die zweite fertig baue. Brauche ich jetzt doch schon den Pullover, nicht weil es kalt ist, aber weil plötzlich die Mücken kommen. So, die zweite Rute ist auch fertig gebastelt. Jetzt werden wir mal schnell gucken, ob an der hier noch der Köderfisch dran ist, nachdem ihr ruppelt. Ihr habt ja gesehen, ich habe euch ja die Pose gezeigt, dass rüber nichts weiter passiert. Ein bisschen noch da, wo ich eingeschnitten habe, noch ein bisschen weiter aufgerissen, so sieht das aus. Aber der kommt wieder raus. Und soll er weiter seine Arbeit tun? Ja, gleich noch ein bisschen aufräumen wieder. So, das ist der andere Happen. Schöner Karpfenhaken mit einem schönen fetten Tauwurm. Der kommt jetzt auch hier rein. Der Köderfisch steht jetzt hier vorne. Richtig geil. Ja, der sieht richtig gut aus. Ja, den Wurm platziere ich so ein bisschen weiter links. Jo, damit bin ich voll zufrieden. Jetzt werde ich hier ein bisschen aufräumen, sozusagen. Das Stüppe weg schon mal. Alles schon mal weg, weil ich nicht brauche. Ich werde jetzt schon die Kamera tauschen. Ja. Werde ich aber noch mal schnell zeigen, wie die Posen jetzt hier genau liegen. So, jetzt habe ich euch die beiden Posen mal gezeigt, wo die liegen. Gar nicht weit weg von Ufer, aber hier sind es schon, naja, 3,5 Meter, 3,5, 4 Meter vielleicht sogar, so ungefähr. Ja, ihr habt die ganzen
Wasserpflanzen hier so gesehen. Hier hängt so ein Baum rüber. Da liegt ein Baum drin. Also schauen wir mal. Schauen wir mal, wie hoch und was geht. Ja, wie gesagt, die linke mit Wurm, die rechte mit Köderfisch. Und ich räume erstmal so ein bisschen auf, wie ich schon gesagt habe. Dass ich alle, was ich nicht brauche, kommt jetzt ins Auto. Und dann geht's los. Ich wechsle gleich die Kamera. Also sehen wir uns das nächste Mal mit Nachtsichtmodus. So, wir haben hier vorne auf der Pose einen Riff. Jetzt ist er abgetaucht, schön langsam. Die bleibt auf jeden Fall weg. Nehmen wir jetzt mal Fühlung auf und dann schauen wir mal. Leider nichts. Ja, das war jetzt der erste Biss auf Wurm. Wir haben jetzt 21:40 Uhr. Die Mücken sind schon ein bisschen bissig. Und die Fische jetzt auch. Da hatten die Hälfte vom Wurm hat gefehlt. Ja, das sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Ja, so ein bisschen aggressiv genuckelt und dann ist er einfach abgetaucht und ist unten geblieben. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Ja, hier vorne könnte natürlich auch mal eine schöne Schleie beißen oder so, die gibt es hier auch. Ja, wir schauen einfach mal. Ihr seht das, die Pose geht wieder ab. Jetzt ist er wieder unter Wasser. Ich warte jetzt mal ein bisschen zu nehmen. Ja, was? Weg ist er. Schade, was zeigt. Meine Wüste gewesen. Aber ist egal. Wir haben ja noch Würmer bei. So können wir wenigstens ein bisschen Action machen. Sind sie wieder, die Bisse? Läuft langsam los. Ganz sanft. Ne, hat nicht Angel. Also liegt die Angel wieder draußen. Oder besser gesagt, die Montage, die Angel liegt auf dem Steg. Wie gesagt, so kriegen wir erstmal Aktion. Sind das nicht schlecht? Macht Spaß. Aber natürlich, dass es mit der Auflösung mit der Kamera passt, wenn ich da ranzoome. Auf dem Bildschirm sieht man das kaum. Dann werde ich da nachher sehen, aber ich drehe euch wieder zur Pose und vielleicht kriegen wir noch ein paar Minuten bis oben. Ich kann nur hoffen, dass die Bisse auch so drauf sind. Die tauchen natürlich schön ab, aber wie gesagt, wenn ein Aal wäre, dann würde die Pose auf jeden Fall auch unten bleiben und nicht immer wieder so hochkommen. Aber vielleicht werden die Aale ja natürlich auch neugierig, die hier vielleicht in der Gegend ein bisschen rumschlängeln, wenn die ganzen Wüstern jetzt vielleicht Blei oder so hier unten fressen. Oder vielleicht ein Karpfen oder ein Schlei.
die Pose so ein bisschen unter Wasser stehen. Das sieht gut aus, jetzt läuft er. Muss ich durch die Pflanzen hier durch? So weit ist dann natürlich auch immer spannend. Jetzt sind nur Pflanzen und kein Aal. So, jetzt ist die Grünerfischpose plötzlich untergegangen. Mit Einschlag. Mit Einschlag ist die Pose untergegangen. Wieder ganz leicht ein bisschen laufen. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Gut, dann nehme ich mal Fühlung auf und hoffe mal, dass wir nicht. Den Fisch hat er mir gekonnt geklaut. Fuck. Aber der erste Biss auf Köderfisch. Geil. Okay, ich glaube, ihr habt gerade so einen richtig geilen Biss verpasst. Ne? Ich meine, der Fisch war eh nicht dran. Aber ich hatte gar nicht hier auf Play gedrückt. Ja. Hab ich wieder zugetextet. Hab dann erst gesehen, dass die rote Lampe gar nicht leuchtet. Ich drehe ich mal wieder zur Pose, vielleicht geht es ja der nächste Biss besser schon. War jetzt aber mehr so eine Nüppel. Zum Glück war das nicht der erste Fisch, ne? Kleiner Barsch. So, die Pose ist wieder weg. Jetzt sehe ich es am Unterwasser laufen, das könnte ich nicht schlecht sein. Läuft und läuft und läuft. Ist ein bisschen besser. Nein! Der war ein bisschen besser. Aber wir machen. Wir machen mal weiter. Das läuft echt gut. Der nächste bisschen. Wieder auf Wurm. Aber das sieht wieder weißbuschmäßig aus. Oh, ihr habt sie noch kurz gesehen, ne?
süß da. Jetzt haben wir eigentlich so einen typischen Bleibel. Die Hose legt sich hin. Also muss eigentlich der Fisch den Köder schon im Maul haben. Ja, verschenkt. Da haben wir die Wüste. Schöne Wüste. Das sieht jetzt eigentlich nach einem guten Aalbiss aus. Hose ist zügig weggegangen. Und jetzt gucken wir mal. Tja, denk mal, war kein Aal, sondern ein Wels. Ja? Wollen wir trotzdem. So, die Montage ist wieder drin. Ja, das war jetzt natürlich mal schade. Hier kämpft und gebissen hat er wie ein Aal. Ja. Aber kein Wels. Wie schon gesagt, ich wollte mal. Dritter Fisch hat jetzt hier abends, wenn man Ukelei, zum Beispiel 4, Plötze, Rotfeder, 5, 6. Aber heute schon 6 Fischarten gefangen. Ne? Für so einen kurzen Abendansatz. Oder gut, jetzt haben wir schon Nacht. Ne? Mal gucken. Ich hoffe, wenn jetzt hier schon Wels kriegt, kommt ja auch jetzt noch ein Aal. Da ist die ganze Zeit mal hier. Die lippt komisch. Steht immer mal wieder unter Wasser. Ja, jetzt läuft sie ein bisschen. Man schön, wie die Pose jetzt so unter Wasser steht und so ein bisschen hin und her geht. Ja. Naja, ich gucke mal. Jetzt, aber dafür geht die hier vorne ab. Mal tauschen. Das ist jetzt irgendwie. Also hier auf die andere ist kein Taube mehr drauf, aber jetzt geht die hier ab. Und gleich los. Dann wäre das besser. Jawohl, ja. Da ist er. Schöner Aal. Geht doch. Coole Sache. Hä? Da ist er. Geil. Schöner Aal. Oh, puh. Das war jetzt eine Szene. Ich mache erstmal bei die Beine rund noch mal kurz startklar und dann reden wir darüber. So. Jetzt bin ich mit Bastian fertig. Ja? So wie das ist, der Aal springt immer hoch und runter. Waren die gleich
die Bleimurmeln und die Schnur gleich ein bisschen verdreht. Aber mit ein bisschen die Fummel kriegt man nicht wieder gerade. Geschätzt, ein schöner 55er, 60er Mal. Und das freut mich. Ja, hat also geklappt. Mega. Sehe das auf der anderen Beine und penne die so nur hier vorne raus, damit die im Wasser ist, damit die nicht unnütz rumliegt, wenn ich warte, jetzt, ob ich da einen Fisch fange oder nicht. Und der, ihr habt es ja gesehen, der Biss war da nicht. Ja. Und dann habe ich die Angel noch gar nicht mal abgelegt, wieder, sondern neu gekühlt hat. Da geht die Pose ab und ganz vorne schön gehakt, der Aal. Spitzkopf-Aal. Coole Sache. Coole Sache. Ja. Aal fangen, Selz fangen, Hüsterei fangen. Gut, alles im Dunkeln. Mal gucken. Das ist jetzt ein, zwei. Ich denke mal so ein halbes Stündchen werde ich noch machen. Ja, und dann sehen wir uns entweder beim nächsten Biss, ja, oder wenn wir eingepackt haben, wa? Aber man will gar nicht so richtig aufhören. Das hat heute so einen Spaß gemacht. Wahnsinn. Wir haben den Zierfisch, einen von den Zierfischen, obwohl in den Peter. Wir haben ja Aal und Barsch gefangen, ne? Zander, gut. Das ist schwer hier drinnen, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, wenn der ein Zander ist, ist irgendwie so großer. Wer weiß, vielleicht war ja der Biss auf dem Köderfisch, vielleicht war der ein Zander. Weiß man nicht. Ja, kann man sich ja einfach einbilden. Ja, ansonsten geil, hä? So auf dem Feierabend mal einfach mal zum Wasser gefahren. Ja, jetzt ist es schon 13:30. Ja, ja. Geht aber noch. Oh, jetzt weiß ich die andere nochmal. Mal gucken, ob wir ein bisschen schnell abwarten. Das sieht aber nicht so spektakulär aus. Ja, das nippt so ganz fein ein bisschen. Ja, ich quatsche jetzt einfach mal weiter. Wenn ich dann zeige, den Fisch nochmal, wenn das ein schöner ist. Eine geile Sache, wie gesagt, noch ein Feierabend mal sowas. Ja, spontan einfach zum Wasser fahren. Schon alleine diese 2 Stunden so ein bisschen so. Naja, 1 Stunde, 2 Stunden so, 1,5. Dieses Stücken bei Sonnenuntergang. Ja, das muss ich mal immer wieder öfter machen. Einfach mal so ganz einfach angeln. Das hat so einen Spaß gemacht. Ne? Und dann eh auf Köderfisch, eh normal raus. Ach, was soll ich sagen? Wenn ihr Bock habt, schaltet einfach nächsten Freitag 9 Uhr wieder ein. Und dann ist ganz schön hell jetzt hier. So. Ja, und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaltet da nächsten Freitag 9 Uhr wieder ein. Wenn es wieder heißt, neue Folge, neue Glück. Mal gucken, was wir machen. Eine Runde Fiedern oder einfach Posen angeln. Oder vielleicht schon die erste Folge, wie meine Frau an Angeln angeführt wird. Dann müssen wir mal sehen. Jedenfalls geht es auf jeden Fall mit Angeln weiter. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und bis bald.